Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um das spannende Thema, wie könnt ihr, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, einen schönen runden Flow in eure Routine bekommen. Also, bleibt dran. Willkommen zurück. Wie eben schon erwähnt, heute geht es darum, wie ihr eure bestehenden Manöver benutzen könnt, um daraus einen schönen runden Flow für euren nächsten Flug zu generieren. Bevor wir jetzt aber zu diesem Thema kommen, für alle, die das erste Mal auf meinem Kanal sind, hallo, mein Name ist Simone, ich fliege schon seit vielen Jahren 3D-Helis. Ich habe wie alle von euch mal klein angefangen und damals hätte ich mir Videos gewünscht, die mir dabei helfen auf meinem Weg, um Sachen besser zu verstehen, einzustellen, neue Figuren zu lernen. Und deswegen habe ich diesen Kanal gemacht und ja, weil ihr ein wiederkehrender Zuschauer seid oder falls ihr ganz neu seid, ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt den Kanal abonniert, dem ganzen Video vielleicht später noch ein Like gebt, einen Daumen hoch und einen Kommentar. Auf diese Art und Weise helft ihr mir, diesen Kanal zu betreiben und YouTube zu zeigen, dass das tatsächlich auch Content ist, der für Leute interessant ist. Nun aber zurück zum Thema. Ich glaube, es vielen von euch geht es so und ich schließe mich da selbst auch überhaupt nicht aus, weil ich das teilweise immer noch habe. Man geht raus aufs Feld, man fliegt, man weiß eigentlich, was man alles fliegen kann, aber irgendwie während man fliegt, fehlt einem so ein bisschen diese Inspiration, wann hänge ich was wie irgendwie aneinander dran. Immer wenn man anderen Leuten zuguckt, zum Beispiel im Flugverein, auf Videos, auf Veranstaltungen, dann sieht das immer so nice aus, weil die dann immer so ein Ding ans andere dranhängen und alles fließt und alles hängt irgendwie zusammen. Nur bei euch will es halt irgendwie nicht so klappen. Dann guckt ihr euch Videos an, ihr schreibt euch ein paar Sachen auf, ihr sucht euch Videos, die euch gefallen oder filmt vielleicht einen Flug auf einer Veranstaltung mit. Versucht das dann zu Hause am Simulator oder in echt nachzufliegen und merkt einfach, boah, nee, da fliegt er jetzt hier so ein 3D-Manöver, da ist da wieder 1000 Pirouetten drin. Ja, gut, ich kann wahrscheinlich einfach keine schöne Flow-Manöver-Katalog fliegen, weil ich halt einfach so viele 3D-Figuren nicht kann. Bin halt einfach zu schlecht und ja, muss erst besser werden, damit das überhaupt schön aussieht. Nein, das ist nicht so und heute werde ich euch das Gegenteil beweisen. Ich zeige euch heute, wie ihr aus eurem bestehenden Manöverkatalog, eurem Flugportfolio, alles Mögliche herausholen könnt, um daraus einen schönen Flow zu generieren, den man sich dann auch gerne anguckt, an dem ihr auch eure Schwächen analysieren könnt und an dem ihr sogar neue Inspirationen findet, was ihr als nächstes lernt. Das Ganze zeige ich euch dann einmal für Anfänger und einmal für Fortgeschrittene. Was braucht ihr dazu? Eigentlich nur Stift, Papier, idealerweise noch einen Simulator und ein bisschen Kreativität und gute Laune. Nun starten wir auch schon mit Schritt 1. Ihr geht jetzt im Kopf einmal alle Flugmanöver durch, die ihr beherrscht. Also ich rede jetzt wirklich von beherrscht, nicht beherrschen wollt, sondern wirklich beherrscht. Und schreibt euch die einmal auf einzelne kleine Kärtchen auf. Ihr könnt das natürlich auch erstmal als Liste aufschreiben, um überhaupt mal so zu überlegen, was ihr alles könnt. Und dann würde ich wollen, dass ihr pro Flugmanöver ein kleines Zettelchen macht. Ob das jetzt ein Post-it ist oder eine Karteikarte oder einfach nur ein abgerissenes Stück Papier, ist mir relativ egal. Anfängern könnte das zum Beispiel jetzt so aussehen: Heck schweben. Seitenschweben, Nasenschweben, links an mir vorbeifliegen, rechts an mir vorbeifliegen, Kurve links von mir weg, Kurve rechts von mir weg, Kreis im Uhrzeigersinn, rechte Seite rückwärts, Pirouette auf der Stelle. Fortgeschrittenen haben dann vielleicht schon ein bisschen mehr, was sie aufschreiben, aber auch da möchte ich euch ermahnen, denkt nicht, dass zum Beispiel die Sachen, die ich gerade bei den Anfängern aufgezählt habe, sowas wie Heckschweben, ja, das ist ja selbstverständlich. Nein, schreibt euch die Sachen auf. Ihr werdet dann schon noch sehen, warum ich das sage. Es ist aber essentiell. Das heißt, ihr macht genau das Gleiche, nehmt euch auch eure Kärtchen und ihr schreibt euch jedes Flugmanöver, das ihr könnt. Es könnte bei den Fortgeschrittenen zum Beispiel sein, Looping von rechts nach links. Turn auf der linken Seite, Turn auf der rechten Seite, ein Sägezahn von links nach rechts, Rainbows mit dem Heck nach unten, ein halber Pyroflip, ein Funnel im Uhrzeigersinn, ein Flip rückwärts,
Rücken-Rückwärtskreis oder zum Beispiel ein Traveling-Flip, den ihr rückwärts flippen lasst, aber natürlich vorwärts flippt. Den aufmerksamen Beobachtern wird jetzt schon aufgefallen sein, dass ich gerade bei den Fortgeschrittenen, da fällt es nämlich besonders auf, dass ich Wert darauf lege, dass ihr euch überlegt, in welche Richtung fliege ich das Ganze und in welcher Variante fliege ich das Ganze. Also zum Beispiel Heck nach unten, Heck nach oben, im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn, von links kommen, von rechts kommen. Das ist tatsächlich essentiell wichtig, weil jeder von uns hat eine Schokoladenseite. Muss ich euch bestimmt nicht erzählen, habt ihr selber schon gemerkt, das fängt schon bei den Anfängern an, wenn man so sieht, ah, die linke Kurve wird immer schöner, die rechte Kurve sieht immer kacke aus. Oder andersrum. So, und das zieht sich euer Leben lang durch alle Figuren durch, es sei denn, ihr seid natürlich so ein F3N-Weltpilot, dann ist das vielleicht anders. Aber jeder normale Pilot, sage ich mal, hat so seine Schokoladenseiten. Das ist bei mir komplett das Gleiche. Aber es ist wichtig, dass ihr euch im Kopf einmal wirklich durchüberlegt, wie fliege ich diese Manöver, immer in welche Richtung, in welcher Variante. Und ich möchte, dass ihr euch nur die rauspickt, die ihr wirklich sicher und mit gutem Gefühl fliegen könnt. Also, nochmal zusammengefasst, jedes Flugmanöver bekommt ein eigenes Zettelchen. Dann schreibt ihr drauf, wie dieses Manöver heißt. Das könnt ihr benennen, wie ihr wollt. Da gibt es keine offizielle Benennung, sodass ihr, wenn ihr es lest, wisst ihr es. Vielleicht macht ihr ja auch noch eine kleine Zeichnung dazu. Wäre ja auch ganz nett so. Kommen wir jetzt schon zu Schritt Nummer 2. Dieser Schritt fällt für die Anfänger vielleicht ein bisschen kürzer aus. Ihr überlegt euch jetzt, wie ihr immer in diese Figur reinkommt. Also mit reinkommen meine ich, was macht ihr vorher? Welche Figur, welches Manöver, welche Grundvoraussetzung habt ihr immer vorher? Ihr denkt, die Frage ist blöd, ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel. Für die Anfänger könnte das zum Beispiel heißen Nasenschweben. So, Nasenschweben ist ja jetzt relativ easy, aber jeder Mensch hat so, mein Nasenschweben ist ja jetzt schon etwas, wo man sich schon ein bisschen was trauen muss, weil es ist ja ungewohnt, ne, mit dem invertierten Steuerbefehlen. Also jeder Mensch, den ich bis jetzt kennengelernt habe, hat das Nasenschweben anders gelernt. Ich zum Beispiel habe es so gelernt, indem ich vorher mal eine Kurve von mir weggeflogen bin, kam dann auf mich zu, konnte im Vorwärtsflug, wo sich der Heli stabilisiert, schon so ein bisschen mit Roll immer so ein bisschen, ah ja, ja, stimmt, so war das. Und dann habe ich langsam gebremst und dann stand ich vor mir. Es gibt aber auch Leute, die lernen das zum Beispiel, indem sie erst das Seitenschweben lernen und dann langsam immer weiter auf sich zugehen. Die machen das aus dem Schweben heraus. Und die machen das dann auch später wieder genauso. Das heißt, für einen Anfänger könnte die Grundvoraussetzung für Nasenschweben entweder heißen, ich komme vorher aus einem Kreis oder ich habe vorher Seitenschweben. Macht in unserem Fall einen Riesenunterschied. Für die Fortgeschrittenen genau das Gleiche. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ein Rücken-Rückwärtskreis. Ja, Rücken-Rückwärtskreis. Wie fangt ihr den an? Den wird jeder wahrscheinlich anders einleiten. Es gibt bestimmt Leute, die den Heli einfach rückwärts flippen und dann sagen, oh, jetzt gebe ich ein bisschen Nick und dann lasse ich ihn erstmal losfliegen und dann komme ich rein. Dann gibt es aber vielleicht auch Leute, die vorher einen TikTok fliegen und dann einfach an der Stelle sagen, so, und jetzt schiebe ich ihn vorwärts und dann leite ich ihn ein. Ne? Kann auch sein. Also, wir fassen zusammen. Ihr nehmt euch jetzt wieder eure Flugzettelchen, wo schon drauf steht, wie die Figur heißt, wie sie vielleicht mit einer kleinen Zeichnung aussieht. Und jetzt schreibt ihr drunter, wie ihr normalerweise in 95% der Fälle immer und sicher diese Figur anfangt. Also eure Grundvoraussetzung, was vorher passiert, damit ihr in diese Figur reinkommt und die sicher ausführen könnt. Diese Info schreibt ihr auf dem Zettelchen bitte auch immer an die gleiche Stelle. Also bitte nicht einmal oben, einmal links, einmal rechts, einmal unten und einmal auf die Rückseite, sondern bitte immer an die gleiche Stelle, sodass eure Kärtchen nachher schon so ein gewisses Schemata haben. Ja, dann kommen wir jetzt schon zu Schritt Nummer 3. Ihr seht, es geht rasch vorwärts. Schritt Nummer 3 besteht nun darin, dass ihr euch jetzt überlegt, wie ihr euren Flug anfangt. Klingt jetzt schon wieder ziemlich stumpfsinnig, gebe ich zu. Aber jeder fängt ja einen Flug anders an. Egal, ob wir jetzt ein Anfänger oder ein Fortgeschrittener oder vielleicht sogar ein Profi sind. Die einen werden, ich meine die meisten, sogar ich mache das so, fangen meistens mit dem Heckschweben an. Weil für den Fall, dass irgendwas passiert, man fühlt sich erstmal sicher. So, also fangt ihr euren Flug vielleicht so damit an, dass ihr sagt,
ihr hebt mit dem Heck zu euch ab und dann bleibt ihr erstmal stehen. Oder startet ihr standardmäßig, weil euch das ein gutes Gefühl gibt, immer mit der Nase zu euch? Startet ihr im Seitenschweben? Wie fangt ihr euren Flug überhaupt an? Das ist erstmal tatsächlich sehr wichtig. Warum ist das Ganze so wichtig? Weil dieses Abheben, diese Figur, die, also naja, Figur ist es nicht, aber diese Ausrichtung, die ihr habt, wenn ihr anfangt, die ist quasi der Ausgangspunkt, den wir benötigen für die nächste Flugfigur. Also wenn ihr mit dem Heck zu euch abhebt, dann ist der Ausgangspunkt Heckschweben. Wenn ihr seitlich abhebt, ist der Ausgangspunkt Seitenschweben. Ihr könnt euch schon denken, in welche Richtung das jetzt geht. Ihr sucht euch jetzt ein Kärtchen von eurem Figurenkatalog, den ihr ja schön vor euch liegen habt. Sucht ihr euch jetzt ein Kärtchen, was genau diese Ausrichtung als Ausgangspunkt hat. Also wenn ihr zum Beispiel Seitenschweben habt, dann sucht ihr euch ein Kärtchen, was als Ausgangspunkt Seitenschweben hat. Das könnte vielleicht zum Beispiel sein, Vorwärtsflug. Dass ihr anfangt, ne, das Ding steht mit der seitlich zu euch und ihr sagt, okay, das ist jetzt mein Ausgangspunkt, um vorwärts zu fliegen und in eine Kurve auf der linken Seite von mir weg. Dann seid ihr ja im Vorwärtsflug. Ne? Ihr kommt auf eurer Kurve raus, ihr seid im Vorwärtsflug. In meinem Fall jetzt von links nach rechts. Ist jetzt wieder ein Ausgangspunkt. Also, was kommt danach? Vielleicht seid ihr bis jetzt danach einfach immer die Kurve auf der anderen Seite weitergeflogen. Ist eine Möglichkeit. Aber wenn ihr das Ganze mal ein bisschen aufmischen wollt und mal für ein bisschen Varianz sorgen wollt, auch um euer Hirn mal wieder auf neue Ideen zu bringen, dann guckt mal auf euren Katalog, was alles Vorwärtsflug von links nach rechts drin hat. Vielleicht ist das ja ein Looping. Vielleicht ist es geradeaus weiterfliegen und keine Kurve machen, sondern ein Turn fliegen. Vielleicht ist es auf euch zufliegen, abbremsen und ins Nasenschweben kommen. Vielleicht ist es 180 Grad und rückwärts an euch vorbeifliegen. Ihr seht schon, ihr könnt hier sehr viel durchmischen. Und genau das ist der Punkt, den ich möchte, dass ihr macht. Ihr sollt euch jetzt mit diesen Kärtchen ein modulares System aufbauen, welches ihr immer weiter variieren könnt und immer weiter gucken könnt. Ah, hinter das Ding würde ja auch das passen. Ihr könnt euch jetzt also mit diesem Domino- oder Baukastensystem eine eigene kleine Flugroutine zusammenbauen und damit auch euch selber triggern, immer wieder mal was Neues zu machen. Ich kenne das nämlich selber, dass man sehr gerne immer wieder die Sachen auf die gleiche Art und Weise fliegt und immer wieder die gleichen Sachen an die gleichen vorherigen Manöver hinten dran hängt. Aber glaubt mir, es entwickelt ein bisschen, sag ich jetzt mal, fliegerisches Selbstbewusstsein bei euch, wenn ihr Sachen auch mal durchmischt. Und auch wenn es sich am Anfang vielleicht ein bisschen komisch anfühlt, wenn man sagt so, das bin ich nicht gewöhnt, dass ich jetzt direkt ein Looping mache. Ihr macht das ein paar Mal und werdet sehen, ich kann ja einen Looping, ich weiß ja, wie er funktioniert. Ich fliege ihn normalerweise nur nicht an dieser Stelle. Aber je häufiger ihr das macht, desto mehr trainiert ihr euer Hirn, desto interessanter wird euer Flugstil. Denn auch Leute, die euch zugucken, die vielleicht schon wissen, naja, immer wenn er dann da rechts aus der Kurve kommt, dann fliegt er als nächstes ein Looping. Ja, vielleicht sieht das jetzt jedes Mal anders aus, wenn ihr aus der Kurve kommt. Vielleicht fliegt er das erste Mal, wenn ihr aus der Kurve kommt, ein Looping, beim nächsten Mal eine Rolle, beim nächsten Mal bremst ihr ins Nasenschweben ab, beim nächsten Mal geht ihr in den Rückwärtsflug. Who knows, ne? So kann das auch interessant werden für andere Leute, die euch zugucken. Und der Vorteil ist, dadurch, dass ihr euch vorher aufgeschrieben habt, wie ihr aus der vorherigen Figur rauskommt, stellt ihr sicher, dass ihr nicht auf Biegen und Brechen versucht, irgendwie jetzt so, ah, da komme ich aus dem Looping und dann will ich einen TikTok fliegen. Wie soll das funktionieren? Also, wie soll ich so aus einem Looping seitlich rauskommen und dann so einen TikTok machen? Ne, dann muss ich eben den hier machen. Das funktioniert nicht. Sondern dadurch, dass ihr vorher mal den gleichen Ausgangspunkt wählt, könnt ihr jetzt sagen, ah, seitlich raus und dann ziehe ich ihn hoch und dann schiebe ich ihn in den Rückwärtsflug. Zum Beispiel. Auf diese Weise kommt ihr nämlich dann in dieses smoothe, flüssige Fliegen rein, das für die Zuschauer dann auch so aussieht, als wäre es wirklich gewollt, geplant und die Sachen fließen ineinander über, weil sie nämlich die gleichen Ausgangspunkte haben. Ja, wenn ihr das gemacht habt, herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr schon eure erste Flugroutine erstellt. Tut mir aber bitte den Gefallen und trainiert das vorher bitte einmal am Simulator. Und auch ganz wichtig,
überfordert euch nicht, denn sich eine komplette Flugroutine zu merken, ist ziemlich schwierig. Ich spreche aus Erfahrung. Also spätestens, wenn ihr mal auf Musik fliegen wollt, werdet ihr merken, ihr vergesst so häufig, was wollte ich jetzt an der Stelle machen? Und dann steht ihr mit dem Heli irgendwo in der Luft so, ach ja, richtig. Macht Step by Step, sucht, baut euch da kleine Puzzleteile draus, für sich drei Manöver hintereinander, die ihr kombinieren wollt, und das probiert ihr draußen mal. Und dann macht ihr andere Dreier-Cluster und nochmal andere Dreier-Cluster und irgendwann puzzelt ihr die dann zusammen. Vielleicht könnt ihr die dann auch wieder untereinander durchmixen und ihr werdet sehen, dann kommt das lang. Ja, kommen wir jetzt zu Schritt Nummer 4. Soweit sind wir schon. Nummer 4 heißt Schwächen analysieren und neue Inspirationen finden. So, ihr seid der Meinung, das schließt sich gegenseitig aus, weil wenn man merkt, wo man Schwächen hat, dann ist das alles andere als eine Inspiration. Falsch, ich zeige euch, dass das auch anders geht. Folgendes machen wir jetzt nämlich. Ihr werdet mit Sicherheit bei eurer lustigen Domino-Puzzle-Arbeit mal an einen Punkt gekommen sein, wo ihr sagt so, da würde das jetzt super passen, aber das fliege ich immer in die andere Richtung. Da würde jetzt sich ein Looping von links nach rechts dran passen, aber ich fliege dann immer von rechts nach links. Ihr wisst schon, worauf ich raus will. Hier handelt es sich jetzt um ein Manöver, das ihr eigentlich könnt. Also, dass ihr auch sicher könnt, sonst hättet ihr es ja nicht aufgeschrieben, aber dass ihr aufgrund eurer Schokoladenseite immer nur in die eine Richtung fliegt. So, bevor ihr jetzt denkt, die Simone, der alte Profi, was erzählt die mir? Kleines Geheimnis, ich fliege mein Looping immer nur von rechts nach links. Ich kann ihn von links nach rechts, aber ich hasse es, den so zu fliegen und deswegen mache ich es nie, weil ich dann genau das gleiche kribbelige, das ist nicht richtig, Bauchgefühl kriege wie ihr auch. Das ist egal, von welchem Manöver wir reden. Wir haben immer Schokoladenseiten und eigentlich können wir es. Ich rede jetzt mal nicht von links, rechts pirouettierenden Rainbow, TikTok, schieß mich tot Geschichten, sondern ich rede von einfachen Manövern, die man einfach auf der einen Seite lieber fliegt als auf der anderen. So, wenn ihr jetzt an einen Punkt kommt, wo ihr merkt, Mist, ich schränke mich total ein, weil ich diesen Manöver XY immer nur von der einen in die andere Seite fliege, ja, dann machen wir das jetzt halt mal in die andere Richtung. Arsch zusammenkneifen und machen. Idealerweise habt ihr jetzt wieder einen Simulator und könnt das dann zu Hause probieren. Ansonsten müsst ihr rausgehen, ziemlich hoch und es da probieren. Ich sage euch aber, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr komplett versaut, ist eigentlich sehr gering, weil ihr es ja schon könnt. Das ist so, wie wenn ich, als ich mal versucht habe, Rollen rückwärts zu fliegen. Da fällt einem dann zwar auf, man versaut es nicht komplett, die sehen einfach wahrscheinlich nur so ein bisschen gequält aus, weil man eben die Routine noch nicht so in den Fingern drin hat und die Ansicht ist ein bisschen anders, aber das kommt sehr schnell. Das heißt, Schritt 1 für euch ist, ihr versucht euch mal die Manöver rauszupicken, die ihr eigentlich schon sicher könnt, die ihr aber einfach nur ja, mal den Hintern zusammenkneifen müsst und draußen oder am Simulator es mal lernen, auch zum Beispiel in die andere Flugrichtung. Wichtig an dieser Stelle ist aber, wenn ihr euren erste Flugroutine zusammenstellt. Bitte, bitte, bitte macht diese Flugroutine nur mit Manövern, die ihr in der Ausrichtung, in der Art und Weise auch wirklich zu 100% könnt. Wenn ihr nämlich den Fehler macht, das habe ich bei meiner ersten Möchte-gern-Musik-Choreografie gemacht, ich habe da geplant und gemacht und getan und ich hatte die Musik schon, dachte mir so, oh, da würde dann das und das gut passen. Ja, im Simulator, da hast du das schon so ein paar Mal geschafft, so grob weißt du ja, wie es geht, du lernst das noch. Und dann baut man sich eine Flugroutine auf und dazwischen sind dann ein, zwei Manöver, die man aber eigentlich gar nicht kann. Und dann muss man an der Stelle immer abbrechen und sagen, ja, okay, da käme jetzt das und jetzt fliege ich mal das andere weiter. Das ist unglaublich frustrierend. Bitte, bitte glaubt mir das, macht es nicht. Baut eure erste Routine, auch wenn sie dann vielleicht ein bisschen eingeschränkter ist. Baut eure erste Routine nur mit Sachen, die ihr wirklich könnt. Wo ihr wirklich sagen könnt, da sind nur Sachen drin. Ich muss vielleicht noch mehr merken, wann ich was hintereinander fliege, aber ich kann das alles. Da ist nichts drin, wo ich mich schlecht mitfühle. Also Schritt Nummer 1 ist, ihr baut eure erste Flugroutine nur mit Sachen, die ihr wirklich, wirklich aus dem FF könnt. Und euch nur noch merken müsst, wann ihr welche hintereinander fliegt. Schritt Nummer 2 ist, ihr analysiert die Manöver, die euch helfen würden, eure Routine zu vergrößern und euer
Domino quasi zu erweitern und übt dann diese Manöver, die ihr eigentlich schon könnt, nur auf der anderen Seite. Schritt Nummer 3 ist dann, Sachen rauszufinden, die euch helfen würden, euer Portfolio zu erweitern, die ihr aber noch nicht könnt. Das können Übergänge sein, das können neue Flugfiguren sein. Das ist allerdings nochmal ein komplett anderes Thema und auch dazu werde ich demnächst dann noch entwickeln. Ja, und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch haben diese Tipps auf jeden Fall was gebracht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr die vielleicht sogar selber mal umsetzen würdet. Schickt mir doch gern eure Fotos von euren lustigen Kärtchen, die ihr auf dem Tisch ausbreitet, entweder per E-Mail an youtube@simone-zunderer.de, per Facebook Messenger, wie auch immer ihr wollt. Schickt mir vielleicht auch gerne Videos von euren ersten Flugmanövern, die ihr zusammengestellt habt. Mich würde das wahnsinnig freuen, weil es gibt mir mal so ein bisschen den Einblick, dass das, was ich euch erzähle, tatsächlich Menschen auch hilft. Ansonsten, wenn ihr gar nichts davon machen wollt, dann schreibt mir wenigstens in die Kommentare, ob es euch was gebracht hat und ob die Tipps für euch hilfreich waren. Hier nochmal der Aufruf für alle, die zum ersten Mal da sind oder auch die, die schon häufiger zugucken und es noch nicht gemacht haben. Bitte abonniert diesen Kanal, gebt dem Ganzen ein Thumbs up, einen Daumen nach oben, kommentiert vielleicht. Das zeigt YouTube, dass ich Content erarbeite, der wirklich interessant ist, den sich Leute gerne angucken und ihr helft auf diese Art und Weise auch anderen Leuten, dass die diese vorgeschlagen bekommen und vielleicht auch diese Tipps brauchen können. Dann bleibt mir nur zu sagen, ich freue mich, von euch zu hören. Ich hoffe, ich kriege vielleicht ein paar Insights von Leuten, die meine Tipps umgesetzt haben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!